Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Die Brotrezepte kamen so super bei euch an, dass ich mir gedacht habe, machen wir heute doch noch ein Brotrezept. Viele von euch haben sich ein Weizen-Mischbrot gewünscht, deswegen haben wir hier eins. Und zwar besteht es zu 80% aus Weizen und zu 20% aus Dinkel. Und auch hier habe ich wieder das Korn selber gemahlen und natürlich auch die selbstgemachte Hefe benutzt, also das Hefewasser. Und da findet ihr das Rezept auf meinem Kanal. Und das Brot sieht echt super aus, vor allem ist es super einfach, man muss gar nicht lange kneten. Es wird ja am Tag vorher schon der Teig zubereitet, das heißt, ich setze den Sauerteig und den Vorteig an und am Ende muss ich nur noch alles gut verbinden und dann zeige ich euch noch die Technik, wie man das Brot hier eben einschneidet, dass es eben auch so hübsch aussieht. Und ich finde es richtig schön. Wir sind gerade am Anfang des Videos, Murat. Wir müssen das Brot am Ende anschneiden. Ach so, wir sind das heißt, wir gehen jetzt erst einmal einen Tag zurück, denn ich zeige euch jetzt, was ihr für Zutaten benötigt und wie man den Teig macht. Für den Sauerteig brauche ich 108 Gramm Dinkelkörner und 108 Gramm Hefewasser. Und für den Vorteig brauche ich 434 Gramm Weizenkörner, 314 Gramm Wasser und 12 Gramm Salz. Zuerst werden jetzt die Körner gemahlen und dieses Mal habe ich jetzt die Getreidemühle einfach auf die Mini draufgesetzt, denn die Mini hatte wirklich auch einfach genauso viel Power wie die große Maschine. Das heißt, hier funktioniert es auch prima. Natürlich mit etwas Strom. Handkurbel wäre nämlich nicht ganz so gut. Dann brauchen wir ja keine Küchenmaschine. Bei der Mini hört man auch, wenn die Körner fertig sind. Da gibt es einfach keine Reibung mehr. Das jetzt ein bisschen ausschütteln. Dann die Schüssel drunter weg. Und jetzt nehme ich direkt ein Schraubglas. Und einen Trichter, denn ich verkleckere mit Sicherheit. Wenn nicht ich, wer dann? Da kommt jetzt das Mehl rein. Ich glaube, ich muss auch an dieser Stelle wieder sagen, selbstgemahlenes Mehl ist wirklich viel, viel besser als gekauftes Mehl. So. Und um den Sauerteig herzustellen, kommt jetzt hier noch das Hefewasser mit rein. Und dann wird alles verrührt. Jetzt luftdicht verschließen und das stelle ich jetzt kurz zur Seite und werde noch die übrigen Körner mahlen. Jetzt habe ich auch hier das Mehl für den Vorteig und hier kommt jetzt noch das Wasser mit dazu und das Salz und auch die Zutaten werden jetzt gut vermischt. Entweder nehmt ihr jetzt den Teigschaber oder einfach die Hände. Und jetzt fülle ich den Vorteig auch in ein Schraubgefäß und verschließe es und dann kann ich es über Nacht stehen lassen. Das dauert dann so etwa 12 bis 15 Stunden. Einfach bei Raumtemperatur lagern und dann kann ich morgen nämlich das leckere Brot backen. Nach der Ruhezeit sieht der Weizenteig jetzt so aus. Hier habe ich den Sauerteig und hier den Vorteig. Und jetzt kann ich beide Teige miteinander verbinden. Wir haben gerade gesagt, das ist auch eine super hübsche Geschenkidee, Vorteig und Sauerteig zu verschenken. Nur müsste man halt eine zeitliche Anleitung natürlich mit reinschreiben. Ich glaube, wenn der Murat mir sowas schenken würde, wäre ich nicht ganz so begeistert, weil immerhin würde er mich dann an die Küche binden. Also ist vielleicht nicht ganz von Vorteil, wenn ihr Männer das eurer Frau schenkt. Andersrum ist wieder was anderes. Dann darf der Mann mal das Brot backen. Dann steht er mal in der Küche. So, und jetzt werden beide Teige miteinander verbunden und dann habe ich hier vorne noch 25 Gramm Olivenöl und sobald die Teige verbunden sind, kommt noch das Öl mit rein. Ich habe jetzt hier eine eckige Schüssel, da werde ich den Teig jetzt gleich nochmal reingeben, denn wir müssen den Teig jetzt nochmal stretchen und falten, stretch and fold. So, jetzt nehme ich den hier rein und zwar bekommt er dadurch eine schönere Oberfläche, er wird einfach formstabil und wir schließen natürlich ein bisschen Luft mit ein.
Eckig ist ganz gut, denn dann weiß ich einfach, welche Seite ich schon gefaltet habe. Es macht mir das Ganze ein bisschen einfacher. Jetzt nehmt ihr den Teig von außen und faltet den. Dann die gegenüberliegende Seite ziehen bis zum Widerstand. Den Teig nicht zerreißen und am besten die Hände immer ein bisschen nass machen. Ziehen, falten. Und die vierte Seite ziehen und falten. Und jetzt kommt der Teig mit der Naht nach unten. Und jetzt werde ich den Teig abdecken, ihn für eine Stunde bei Raumtemperatur aufgehen lassen und das Ganze wird dann noch zweimal wiederholt. Jetzt habe ich eine Stunde gewartet, jetzt kann ich den Teig wieder falten, lasse ihn dann auch wieder eine Stunde aufgehen und mache das Ganze dann noch einmal. Also ab jetzt noch zweimal falten. Und nicht vergessen, vorher umzudrehen. So, jetzt wieder abdecken und eine Stunde ruhen lassen. So, das war jetzt die letzte Faltung, also die dritte. Und jetzt werde ich den Teig nochmal abdecken, für eine Stunde ruhen lassen und dann können wir das Brot formen. Jetzt ist der Teig bereit und ich habe jetzt hier bereits die Arbeitsfläche mit Mehl bestreut. Jetzt gebe ich da den Teig drauf. Und damit ich jetzt eine schöne Oberfläche bekomme und Spannung drauf bekomme, muss ich den Teig jetzt noch ein bisschen falten. Und ich werde den Teig gleich hier drin aufgehen lassen, also in einem Gärkorb. Und jetzt macht ihr das Ganze so, immer über die Diagonale. So, den Teig ziehen, so dass er nicht reißt. Und dadurch, dass ich jetzt eine Oberflächenspannung bekomme, treten die Gase nicht aus und so bekommt das Brot einfach eine schönere Form und mehr Volumen. Und dann, wenn ihr merkt, ihr könnt jetzt nicht mehr falten und ziehen, ihr merkt es einfach, es fängt dann an zu reißen, aber kurz vorher solltet ihr aufhören. Und dann könnt ihr hier oben so eine Naht machen, so wie zusammennähen sozusagen. Steppstich. Und jetzt werde ich es auch gleich mit der Naht nach oben ins Gärkörbchen legen. Aber damit der Teig da jetzt nicht drin hängen bleibt, muss ich das bestreuen. Nicht mit normalem Mehl, sondern ich nehme jetzt glutenfreies Mehl. Das heißt, ich habe hier Reismehl vorbereitet. Das Ganze habe ich auch mit der Getreidemühle hergestellt. Ist auch wirklich super einfach. Glutenfrei deswegen, damit sich der Teig jetzt nicht mit dem Gärkorb verbindet. Jetzt am besten mit der Naht nach oben, denn ich drehe das Brot später um. Und dann möchte ich die Naht unten haben. Jetzt werde ich das Brot abdecken und werde es nochmal für eine Stunde bis eineinhalb Stunden aufgehen lassen. Jetzt ist das Weizenmischbrot soweit. Jetzt kann es gleich in den Backofen. So sieht es momentan aus. Und ich werde es jetzt gleich aus der Form herausstürzen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal in meinem Backofen einen gusseisernen Topf, einen länglichen. Und damit ich es gleich reinbekomme, ohne mich zu verbrennen, nehme ich ein Backpapier. Und zwar falte ich das. So. Und jetzt habe ich hier die geschlossene Seite, hier die offene. Und jetzt kann ich es hier mittig hinlegen und werde jetzt so ein Rechteck rausschneiden, sodass später einfach ein Kreuz entsteht. Und so kann ich einfach sicher gehen, dass nicht so viele Falten entstehen, wenn ich das Backpapier reinlege. Und das ist ganz super. So sieht es jetzt aus. Das Brot passt jetzt perfekt drauf. Zum Stürzen nehme ich jetzt einen Tortenretter und kann es da drauf stürzen.
Und damit jetzt beim Backen keine Risse entstehen, denn das würde nämlich passieren. Denn ich habe jetzt im Teig nicht gebundenes Wasser. Das heißt, das Wasser sorgt dafür, dass die Poren gebunden werden. Und das Wasser kocht jetzt im Brot, steigt nach oben und dann würde eben das Brot reißen. Damit es nicht passiert, werde ich jetzt ein scharfes Messer nehmen. Ihr könnt auch eine Rasierklinge zum Beispiel nehmen und könnt das Brot einschneiden. Bevor ich das allerdings mache, nehme ich jetzt das überschüssige Mehl weg. Und jetzt nehme ich das Messer und mache jetzt einfach kurze, aber auch tiefe Schnitte. Hier einmal in der Mitte und dann auch hier außen. Jetzt ist der Weg frei für die Gaze. Jetzt hole ich den gusseisernen Topf heraus. So, vorsichtig den Deckel weg. Und jetzt kann ich mit Hilfe des Backpapiers das Brot schön reinlegen. Ganz vorsichtig. Und die Falten, die sich jetzt gebildet haben, streiche ich jetzt schön glatt, damit das Brot auch eine schöne Form bekommt. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf, wieder mit dem Handschuh. Und dann kommt das Brot in den vorgeheizten Backofen bei 240 Grad für etwa 40 Minuten. Und ich erzähle euch jetzt, warum ich das Brot im gusseisernen Topf backe. Und zwar ist es so, dass man das Brot mit Schwaden backen kann, das heißt mit einem Wasserdampfstoß. Viele Backöfen haben das auch und ich könnte es hier bei dem sogar auch machen. Aber ich wollte euch natürlich die Methode zeigen, wie ihr das ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Und zwar steigt ja jetzt der Wasserdampf hoch und durch den Deckel, durch den gusseisernen Topf wird es einfach wieder gefangen, geht wieder zum Brot zurück und so haben wir später eine richtig tolle Kruste. So 20 Minuten backen, dann den Deckel entfernen und nochmal weitere 15 bis 20 Minuten. Jetzt ist es soweit, der Deckel kann runter. Jetzt beim Aufmachen vom Topfdeckel bitte aufpassen, denn da steigt jetzt Wasserdampf hervor, dass ihr euch nicht verbrennt. Ich habe mich nämlich beim letzten Mal, hier sieht man es, habe ich mich verbrannt. Also jetzt aufpassen. So. Wow. Das sieht doch mal gut aus. Das ist doch mal ein schönes Brot. Hm? Aber ihr seht, die Farbe ist noch sehr hell, deswegen wird es jetzt ohne Deckel nochmal für weitere 20 Minuten gebacken. Ach, ist das schön. Das Brot ist jetzt fertig. Zum Abkühlen hatte ich es gerade eben noch auf dem Abkühlgitter. Und jetzt kann ich es nach dem vollständigen Abkühlen anschneiden. Das ist so blöd. So. Das bleibt für mich. Du kriegst die nächste Scheibe. Mmh, voll lecker. Okay. Bitte schön. Also ich probiere das erstmal ohne Blin. Genau, probier es mal ohne. Genau, ohne Butter. Oh, das riecht so lecker. Also das Brot kann man wirklich ohne Belag essen. Super lecker. Mmh. Und? Genial. Weizen, Vollkorn. Ja, das kommt eben durch das kräftige Geschmack. Selbstgemahlene Korn. Mehl. Selbstgemahlene Mehl. Ja, und? Jetzt wolltest du noch mit der Tomatenmarmelade probieren. Ja. Und es ist wirklich kein Hexenwerk, Brot selber herzustellen. Toll, wenn man die Butter aus dem Kühlschrank holt, gell? Ja, wenn es jetzt noch leicht warm wäre, das Brot, dann wäre das jetzt... Oh mein Gott. Ja, die ist halt... Murat isst jetzt Butter mit bisschen Brot. Kannst du wissen. Nein, ich butter dir nicht dein Brötchen. Ja. Jetzt mit frischen Löffel in die Tomatenmarmelade. Genau. Sehr gut. Tomatenmarmelade. Ich liebe Tomatenmarmelade. So. War das jetzt sarkastisch? Nein, ich mag das wirklich. Ich mag Tomatenmarmelade, wahnsinnig. Total lecker. Ja, gell? Mhm. Finde ich auch. Ja. Und falls ihr dieses Rezept gerne nachmachen möchtet, dann schaut auf meinem Blog vorbei auf sallys-blog.de. Da steht nochmal alles ganz ausführlich. Und ihr habt gesehen, das ist wirklich super einfach und vor allem sehr, sehr schön. Ich glaube, das eine Brot ist jetzt für uns, das andere werde ich meiner Mama geben. Und zum Aufbewahren einfach das Brot aufstellen auf die Schnittfläche, dann trocknet es nämlich nicht aus. Genau. Also viel Spaß beim Nachbacken.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ihr könnt die Brote natürlich auch 2-3 Tage lang essen. Ja, viel länger sogar. Aber so lange halten die gar nicht. Von außen ist es wirklich hart, von innen ist es richtig weich. Ja. Und ich würde gerne nochmal ein Brot haben. Okay. Aber ohne Tomatenmarmelade. Oh, auf das Brot zu werfen. Ich sag's dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.